was die Regierung hier versucht, ist aus der Tatsache, dass wir alle glauben, dass die USA, wenn sie ihre eigenen Bürger ausspähen und das durch Snowden verraten würde, die Grenzen dessen, was unser Zusammenleben ausmacht, überschreiten. Sie versuchen das auszunutzen, um zu zeigen, dass Landesverrat etwas ist, was wir nicht mehr bestrafen sollten. Und was sie dabei versuchen, und das hat man an diesem Antrag gemerkt, ist, sie versuchen, den Guten vom bösen Landesverrat zu unterscheiden. Sie sagen ja immer dann, wenn der Landesverrat gute Folgen hat, dann versuchen wir ihn nicht zu bestrafen, aber wenn er schlechte Folgen hat, dann lassen wir ihn bestrafen. Und was wir zeigen wollen und was Jonathan schon stark angefangen hat zu zeigen, ist, dass es diese Unterscheidung nicht geben kann. Was ihr sagt, ist, wir gucken einfach, wie groß der Schaden des Landesverrats ist, ex post, und machen es dann daran fest. Und ich habe in meiner Zwischenfrage schon gesagt, dass da bei den ganz wesentlichen Entscheidungen diese Abwägung nicht möglich ist. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also Beispiel nochmal, was ist der Schaden von Assads Handy? Was ist der Schaden davon, wenn wir unsere AVEX-Kommunikationscodes irgendwie veröffentlichen? Was ist der Schaden davon, wenn irgendwelche Leute von Geheimverhandlungen erfahren? Ja, also wenn wir zum Beispiel mit Nordkorea irgendwo im Geheimen verhandeln und das dann verraten und so weiter. Das ist alles nicht abschätzbar. Ja? Also wir können niemals vor einem Gericht in einem Rechtsstaat stehen und sagen, das hatte mit Sicherheit diese Folge und für die bist du nun zu bestrafen. Und selbst wenn, dann müssen wir lauter neue Straftatbestände erfinden. Das ist die hypothetische, die Vernichtung einer hypothetisch positiven Verantwortung. Wie beschreibt man denn, dass der Zusammenbruch von Nordkorea verhindert wurde in einem Verbrechen? Ja? Was ist das Strafmaß dafür, das ihr wollt? Also wir glauben, es kann auf diese Art und Weise nur eines von zwei Dingen geben. Entweder diese hypothetischen Gerichtsverhandlungen mit den hypothetischen Strafen oder es gibt eben keine Strafe mehr für Landesverrat. Und das ist so, wie wir euch verstehen. Ihr sagt, wir wollen es nicht mehr bestrafen und das hat massive Nachteile. Ja, zumindest nur bei den tatsächlichen Folgen. Wir glauben, davon gibt es wenige. Ihr habt zumindest keine genannt. Okay, also jetzt gibt es natürlich mehrere Folgen dieses Antrags. Und die zwei wichtigsten, denken wir, sind, dass es erstens weniger Vorsicht geben wird. Ja, also es werden nicht mehr immer alle Snowden sein. Julian hat ja schon versucht, immer zu sagen, wer würde das veröffentlichen, wenn wir ein negatives Beispiel genannt haben. Ja, und wir glauben, dass das nicht funktionieren kann, dass man nicht immer nur sagen kann, ja, wenn das den USA selber schaden würde, dann würde ja niemals ein Geheimdienstmitarbeiter das verraten. Das halte ich für ein komisches Argument. Darüber will ich sprechen. Und dass es natürlich auch andere Motivationen gibt, die sich dadurch rechtfertigen lassen, wie wir hier vorgehen. Und auch darüber sprechen, dass es einen Nachteil gegenüber anderen Staaten geben wird und dass wir in unserer globalisierten Welt das Sicherheitsproblem, das wir mit Landesverratsbestrafungen lösen, noch nicht einfach automatisch abschreiben können. Das ist im Gegenteil nicht so. Also, was ihr sagt, ist einerseits zum Beispiel, die Leute können das selber einschätzen. Ja, Snowden kann selber einschätzen, wie gefährlich diese Informationen. Ich glaube, das hat Jonathan schon hinreichend bewaffelt. Ja, natürlich kann er das nicht. Wir brauchen den ganzen Geheimdienst, um abzuschätzen, wie wichtig die Information ist und den Einzelnen, um sie zu sammeln. Dass der Einzelne jetzt plötzlich den Geheimdienst ersetzen kann, das ist Käse. Dann habt ihr zwei Beispiele. Snowden und Foltervideos von Bradley Manning. Also erstens, Bradley Manning hat im Gegensatz zu Edward Snowden überhaupt nicht versucht, irgendeinen Dienstweg zu beschreiben. Ja, die Foltervideos, die der veröffentlicht hat, die hätten vor Gerichten, die hätten im Geheimdienstausschuss aber zu massiven Irritationen geführt. Stattdessen hat er sich vorher für WikiLeaks entschieden. Nein, danke. Und dann ist noch das andere Beispiel mit Snowden. Er sagt, das ist das, woran wir uns messen lassen müssen. Der eine, der es gemacht hat, obwohl er die Strafe fürchten musste, die massive Strafe, im Status quo sozusagen, der nach ewig langen Vorbereitungen mit drei Zeitungen kooperiert hat, um es zu veröffentlichen, das ist das, was auch nach dem Antrag passieren wird. Und das ist natürlich nicht richtig. Ja? Ihr verwechselt sozusagen ein Beispiel vor dem Antrag mit dem, was nach dem Antrag passieren wird. Was nach dem Antrag passieren wird, ist nämlich erstens weniger Vorsicht. Wenn ich keine Strafe zu fürchten habe, dann ist es für mich auch nicht mehr so wichtig, abzuwägen, was nachher mit mir passieren kann. Beispiel Edward Snowden, der verhandelt gerade über seine Rückkehr in die USA, ist also nicht klar, ob er unter diesen Landesverratsparagrafen bestreiten will. Die werden also weniger vorsichtig sein, weniger viele Informationen vorher sammeln, weniger oft vorher den Dienstweg beschreiben und dann werden eben auch mehr gefährliche Informationen, weil die Abschätzung nicht perfekt ist, öffentlich werden. Dann werden halt auch irgendwann die AVEX-Codes von irgendjemandem verraten, der denkt, dass wir in Kosovo nicht eingreifen sollten und dann wird es richtig gefährlich. Danke. Ist das nicht Zeichen einer liberalen Demokratie, dass wir auch solche Meinungen zulassen, solche Handlungen zulassen, Zeichen, damit dann eben danke, Zeichen einer liberalen Demokratie ist nicht, dass einzelne Geheimdienstmitarbeiter darüber entscheiden dürfen, ob wir Krieg führen, erfolgreich oder nicht.
Ja, das Zeichen einer Demokratie ist, dass wir darüber abstimmen und die Mehrheit entscheidet. Also ich glaube, das ist kein gutes Argument. Ja. Okay, zweite Nummer, andere Motivation. Das verstehe ich nicht gerne, eine Frage. Andere Motivationen spielen zum Beispiel eine Rolle später. Andere Motivationen spielen zum Beispiel eine Rolle. Ja, wenn ich jetzt Sachen an Russland verraten will, zum Beispiel, ja, dann muss ich sie nach eurer Logik einfach nur noch der Weltöffentlichkeit zugänglich machen, ja, die sie dann zusätzlich zu Russland auch erfahren. Und dann kann ich wieder nicht bestraft werden, es sei denn, ihr habt wieder hypothetische Bestrafung für irgendwelche Dinge, die gar nicht in Wirklichkeit passieren. Es gibt dann keine Bestrafung mehr dafür. So, jetzt komme ich zum Nachteil gegenüber anderen Staaten. Es ist doch so, dass wenn wir keine geheimen Informationen haben, keine geheimen Silos mehr, keine geheimen MX-Funkcodes und so weiter, dann können wir diese auch nicht mehr benutzen, um zum Beispiel ein Rohpotenzial gegen Nordkorea oder den Iran aufzubauen. Dann werden wir schlicht und ergreifend an militärischer Stärke massiv verlieren. Und dieser Verlust wird dazu führen, dass wir uns gegen diese Regime nicht mehr so gut durchsetzen können. Unsere Verhandlungsmacht gegenüber dem Iran oder gegenüber Nordkorea, unsere Verhandlungsstärke in zahlreichen Konflikten basiert ja auch darauf, dass wir am Ende noch eingreifen können. Wenn wir keinen Verrat mehr bestrafen, dann bestrafen wir auch nicht mehr den Verrat, der diese Eingriffe, diese geheimen Informationen ermöglicht. Und das halten wir für einen großen Fehler. Das heißt, was ihr machen wollt, ist, ihr wollt diese liberalen Werte, die wir haben, irgendwie bewahren. Ihr behauptet, es sei eine Unterscheidung möglich zwischen Dingen, die hypothetisch schlecht sind und Dingen, die tatsächlich irgendwie gut sind, also Beispiel der Verrat von irgendwelchen geheimen Karten, Stationen, Funkcodes und so weiter, versus den Verrat von Snowden. Ihr sagt, wir könnten das unterscheiden, können wir aber nicht, weil das eine ist ein hypothetisches Szenario, das können wir nicht sinnvoll bestrafen, deswegen bestraft ihr dann gar nicht mehr und damit schwächt ihr die Werte, um die es euch gerade geht. Ihr sagt, diese Staaten dürfen dann grundsätzlich diese Geheimnisse nicht mehr haben und das ist der massive Verlust, der sich daraus ergibt. Also wir haben gezeigt, eure Beispiele funktionieren nicht richtig, weil ihr immer Beispiele aus dem Status Quo verwendet und das ist natürlich nicht erlaubt, wenn ihr den Status Quo ändern wollt und weil ihr sozusagen diese Werte aufgebt unter dem Credo, man könnte sie irgendwie schützen, weil man irgendwie eine Unterscheidung dieser Informationen treffen könnte, die wir jetzt alle nicht treffen können, zumindest nicht in hypothetischen Fällen.